Heute also Hauptversammlung bei Nordex. Darüber sprechen wir jetzt. Ich begrüße Norbert Sesselmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Sesselmann, auch wenn die Nordex-Aktie ja heute Abschläge verzeichnet, seit Jahresanfang hat sich der Wert fast verdoppelt. Wie ist denn diese starke Performance in den letzten, ja, 5 Monaten zu erklären? Ja, hallo. Ja, bei Nordex war es wirklich sehr lange unklar, ob der Konzern irgendwie die Kurve bekommen könnte. Ja, und seit Ende letzten Jahres hat sich der Wind im wahrsten Sinne des Wortes gedreht, nachdem die Aktie seit 2001 über 90% an Wert verloren hat. Ja, wie sie schon richtig angesprochen hat, die Aktie hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Wie kam es jetzt zu dieser Wende? Nordex hat sich neu ausgerichtet. Seit Ende 2011 hat der Konzern einen neuen Vorstand. Die Expansion, die wurde stufenweise zurückgeschraubt. Man hat sich vom Offshore-Bereich komplett verabschiedet. Aus China hat man sich zurückgezogen. Ja, und diese Schrumpfkur hat dem Konzern richtig gut getan, nachdem im letzten Jahr ja noch 100 Millionen Verlust geschrieben wurden, könnte 2013 wirklich ein Gewinn anstehen. Ja, und diese Hoffnung, die hat zu dieser Kursentwicklung geführt. Die große Frage ist jetzt aber natürlich, ist das wirklich eine nachhaltige Trendwende auch auf dem Windmarkt? Ich habe es gerade angesprochen, Nordex will 2013 beim Umsatz um 20% wachsen. Die EBIT-Marge soll bei 2-3% liegen. Ja, am Windmarkt selbst liegt es ja nicht. Der Windenergiemarkt, der wächst und das mit hohem Tempo. In den letzten 7 Jahren hat sich die weltweit installierte Windkraftkapazität ungefähr verdreifacht. Ja, nur in diesem Jahr wird's wohl leicht zurückgehen. Das liegt vor allem an der USA, wo die Unsicherheit wegen der Förderung vorhanden ist. Und ja, in den nächsten Jahren wird sich der Trend weiter positiv fortsetzen. Bis 2020 ist mit einer weiteren Versiebenfachung der neu installierten Gesamtleistung zu rechnen. Das ist schon bemerkenswert. Das Problem an dem Markt selbst ist einfach, dass von diesen großen Kuchen einige ein Stück haben möchten. Ja. Jetzt, wenn wir mal auf die europäischen Windkraftanlagenbauer schauen, die kämpfen ja ähnlich wie die Solarhersteller auch mit einer starken Konkurrenz aus Asien, vor allem da aus China. Wird sich Nordex überhaupt in diesem Preiskampf, der ja auch die Solarhersteller immer weiter unter Druck setzt, behaupten können? Ja, die Konkurrenz aus Asien ist natürlich knüppelhart, gerade in China selbst. Das ist der größte Markt für Windenergie. Ja, dort hat Nordex ja schon seit 1998 versucht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Man hatte hier ehrgeizige Pläne. Die Jahreskapazität sollte in China vervierfacht werden. Und man traute sich selber zu, einen Marktanteil von 15% zu erreichen. Aber es kam anders. Heimische chinesische Unternehmen wurden bei vielen Aufträgen einfach bevorzugt. Und ja, da ging Nordex ziemlich leer aus. Und hier hat Nordex einfach die Konsequenzen gezogen, sich aus diesem Markt verabschiedet. Und jetzt konzentriert sich Nordex wieder auf Wachstumsmärkte in Europa, vor allem in Deutschland. Und ja, zudem ist Nordex sehr erfolgreich auf dem Weg bei der Expansion in Südamerika und Afrika. Und ja, unsere Meinung ist, das der richtige Weg. Jetzt haben wir gerade im Chart gesehen, nochmal diesen Anstieg, diese starke Rallye. Wie viel Potenzial hat jetzt noch die Nordex-Aktie nach diesem kräftigen Anstieg? Ja, mit Prognosen ist es immer sehr schwierig. Aber das Management hat ja eine mittelfristige Prognose abgegeben. Wir haben auch vor kurzem mit dem Finanzvorstand gesprochen und die lautet so im Bereich 2015 bis 2017 will man beim Umsatz von 1,5 Milliarden ein EBIT von mindestens 75 Millionen erzielen. Und wenn man sich dann die aktuelle Marktkapitalisierung mit 400 Millionen dann anschaut, dann ist das momentan noch nicht teuer. Und ja, also ganz optimistisch würde es uns jetzt auch nicht wundern, wenn sogar die Aktie in den nächsten Jahren zweistellige Kursnotierungen erreicht. Also weiterhin positive Aussichten. Eine ganz kurze Frage noch mit der Bitte auch um eine kurze Antwort, Herr Sesselmann. Wir haben ja auch noch den Weltmarktführer Vestas, der aus Dänemark. Vielleicht ist da der Hebel sogar noch größer? Bei Vestas, die sind ja ungefähr 7-mal so groß wie Nordic vom Umsatz her. Die haben halt eine andere Kostenstruktur. Die können nicht so flexibel reagieren, wie Nordex es jetzt getan hat, obwohl sie die momentan auch die Kosten massiv senken, um aus den roten Zahlen zu kommen. Aber im Gegensatz zu Nordex werden die wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen. Die Vestas ist trotzdem schon gut gelaufen. Ich würde momentan die Nordex-Aktie der Vestas-Aktie vorziehen. Besten Dank an Norbert Sesselmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen Tag Ihnen.
Danke, tschüss.